Pionierzeit des Films, Pionierzeit der Archäologie. Vor 70 Jahren schon entstand in Buchau der erste deutsche Film über eine archäologische Grabung. Ein Außenseiter hatte die Archäologie bekannt gemacht. Heinrich Schliemann, Mecklenburger Kaufmannsgehilfe, Selfmade-Man, Millionär und PR-Genie. Für sich selbst, aber auch für eine neue Wissenschaft. Die Entzifferung von Botschaften aus einer anderen, früheren Welt. Hundert Jahre nach Schliemann versuchen deutsche Archäologen, den Nachrichtencode vergangener Zeiten zu knacken, rund um die Welt. Schliemanns Erben haben den Wettlauf aufgenommen gegen Zeit und Vergänglichkeit. Und ganz handfest gegen Raubgräber, Drogenbarone und ökologische Zerstörung. Kann uns die Entschlüsselung alter Geheimnisse auch Hinweise auf unsere Zukunft geben? Der Palast des sagenhaften Königs Agamemnon. Auch die stärksten Mauern halfen nichts. Sein gewaltiges Reich, die großartige mykenische Kultur zerfiel. Vor über 3 Jahrtausenden. Das goldene Mykene. Wie Homer es nennt, das blutige Mykene. Nach 10-jährigem Kampf gegen Troja kehrt Agamemnon als Sieger zurück. Im Palast wird er schon erwartet. Von seiner Frau Klytämnestra und deren Liebhaber Ergist. Und in der gleichen Nacht ermordet. Heinrich Schliemann nahm die Sage als präzise Kriegsberichterstattung und machte sich auf die Suche nach Agamemnons Grab. Am 6. Dezember 1876 entdeckt er, kurz hinter dem Palasteingang, die Gräber der mykenischen Könige. Und Gold. Weiter südlich, in Tyrins, bezahlt Schliemann seine Grabung ebenfalls aus eigener Tasche. Die Allee hat der Mecklenburger angeblich selber gepflanzt. Die Schatzfunde von Troja und Mykene hatten ihn weltberühmt gemacht. Doch sie rückten auch die Archäologie ins Licht der Öffentlichkeit. Kyklopen. Einäugige Riesen sollen diese ungeheuren Mauern aufgetürmt haben. Im Altertum wurden sie als Wunderwerk den ägyptischen Pyramiden gleichgesetzt. Hier irgendwo liegen vermutlich die Gräber der Könige von Tiryns und ihr Gold. Der Aufgang zum Palast. Noch nach 3000 Jahren sieht man die Halterungen einst gewaltiger Torbalken. Eine großflächige Untersuchung brachte dem umstrittenen Schatzgräber Schliemann endlich auch die wissenschaftliche Anerkennung, nach der er so lechzte. Während andere das Land der Griechen schwärmerisch mit der Seele suchten, griff er zu einem praktischeren Mittel, dem Spaten. Und er beachtete die Schichtenfolge des Bodens, heute eine Selbstverständlichkeit. Die unterste ist die älteste, die oberste die jüngste Schicht. Seit Schliemanns Zeiten graben hier deutsche Archäologen. Doch wichtiger als das Gold der Könige sind heute Befunde über die Zeit und die Ursachen des Untergangs. Die gigantischen Mauern galten nicht etwa der Verteidigung, sondern der Machtdemonstration der Herrschenden in einer Phase sozialer Unruhen und Hungersnöte, als die Berge schon abgeholzt und das Land ausgelaugt war. Eine Kultur versank. Und eine Frage stellt sich. Gibt es menschliche Verhaltensweisen, die sich immer und überall in der Geschichte wiederholen?
Der heilige Hain von Olympia. Hier stand die Zeus-Statue, eines der sieben Weltwunder. Ein Prestigeobjekt, das viele ausgraben wollten, auch Schliemann. Doch erstmals schlossen zwei Staaten einen Grabungsvertrag, Griechenland und das Deutsche Reich. Die begehrte Grabungslizenz hat das Deutsche Archäologische Institut, das DAI, das älteste und größte der Welt. Die Zeiten der Schatzgräberei waren offiziell vorbei. Das DAI hatte sich verpflichtet, mögliche Funde an Ort und Stelle zu lassen. Am Fuß des Zeus-Tempels ist das Grab des sagenhaften Pelops freigelegt worden, nachdem der Peloponnes benannt ist. Es wird zum dritten Mal untersucht. Leiter der Ausgrabung ist der Präsident des DAI, Helmut Kyrielis. Und auch jetzt wieder werden massenhaft bronzene Opfergaben gefunden. Weihegeschenke an die allmächtigen Götter, die zum Sieg verhelfen konnten. Denn nur der zählte in Olympia. Mann, das ist aber jetzt hier. Das ist archivisch, spätgeometrisch, spätes 8. Jahrhundert. Schwanz fehlt, Kopf fehlt, Vorderbeine. Na, aber trotzdem ein schönes Stück. Das berühmteste Stadion der Welt. Die Startschwelle der Läufer. Der Stadionlauf war ursprünglich der einzige olympische Wettkampf. Alle vier Jahre versammelte sich hier die antike Welt. 50.000 Zuschauer fasste das Stadion. Hier saß die Priesterin, die als einzige Frau zuschauen durfte. Allen anderen Frauen war es bei Todesstrafe verboten. Warum, weiß man nicht. Der Platz der Kampfrichter, die über Ruhm und Ehre der Athleten entschieden. Doch die kämpften keineswegs nur um den Zweig des heiligen Ölbaums. Das waren knallharte Profis. Es ging auch um viel Geld. Einige wurden erwischt bei Bestechung und Betrug. Das muss es in Olympia auch gegeben haben. Jedenfalls gab es eine ganze Reihe von Sanktionen dagegen. Es gab Strafen für Missachtung der olympischen Regeln. Die aus den Strafgeldern errichteten Statuen standen am Eingang des Stadions zur Abschreckung potenzieller Missetäter. Es war also alles nicht ganz so heilig und auch nicht alles aus Marmor, was so glänzte. Aus Muschelkalk sind die Säulen des Zeus-Tempels. Mit einem feinen Stucküberzug wirkten sie einst wie Marmor. Warum werden Orte wie Olympia oder Tiryns über so lange Zeiträume erforscht? Eine Menge Steine sind jetzt der dritte Ausgräber hier in Olympia. Lohnt sich der erneute Aufwand? Ja, dieser Aufwand lohnt sich auf jeden Fall, weil jede Zeit andere Fragestellungen und auch neue Methoden hat. Wir gehen heute Fragen nach, die den früheren Ausgräbern nicht gekommen sind. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Geschichtsbewusstsein auch der Europäer erweitert. Wir sehen, dass die gewisse eurozentrische Sicht, die natürlicherweise vorherrschte, nicht ausreicht, um Weltgeschichte zu verstehen. Und das erfordert einen gewaltigen Sprung. Deutsche Archäologen im Dschungel von Yucatan. Auf der Suche nach Antworten auf eine Frage, die auch die Kollegen in Griechenland beschäftigt. Warum gingen große Reiche unter? Wir folgen ihnen in das alte Kernland der Maya, deren Paläste und Pyramiden überwuchert sind von tropischer Wildnis.
per Maultier auf dem Weg zur versunkenen Königsresidenz Nakron. Vorbei an Urwaldriesen, deren gigantische Baumwurzeln das Mauerwerk der vor 1000 Jahren verlassenen Maya-Stadt zersprengen. Mit seinem guatemaltekischen Kollegen Raúl Noriega kontrolliert Wolfgang Wurster, Direktor der für außereuropäische Archäologie zuständigen Kommission des DAI, das nagelneue von Deutschland finanzierte Stahlgerüst. Bis dahin hatten sie versucht, den Maya-Tempel mit den primitiven Mitteln des Waldes zu stabilisieren, mit Holz, Lianen und einem Palmdach gegen tropische Regenfälle. Doch dies alles hilft nichts gegen die schlimmsten Ruinenfeinde, die Grabräuber und ihre tödliche Jagd nach Maya-Kunst. Ein frischer Raubgräberschacht. Da gab es einen Überfall von Raubgräbern auf eine andere Grabung im weiteren Umkreis. Und dabei sind zwei der Wächter mit Machettenhieben getötet worden. Die Mafia der Kunsthändler ist so gut organisiert und es gibt so horrende Preise auf dem internationalen Markt für Antiquitäten, dass sie auch vor einem Mord nicht zurückschrecken. Mitunter werden die Stücke dann per Hubschrauber abtransportiert. Das Ganze ist natürlich ein Teufelskreis. Internationale Kunstsammler zahlen praktisch jeden Preis für Maya-Kunstgegenstände. Es gibt eine Mafia von Grabräubern, die hervorragend organisiert ist und diese Stücke aus den Gräbern besorgt. Solange man dem Sammlerwesen nicht beikommt, wird auch die Grabräubermafia nicht zu stoppen sein. Wurster kämpft für ein Schutzgebiet zwischen Nakum und Yashha. Wie im versunkenen Nakum ragt auch in der Maya-Stadt Yashha nur noch die Tempelpyramide aus der grünen Hölle. Hier, mitten im Urwald, liegt der gleichnamige Yashha-See. An seinem Nordufer haben die Wissenschaftler ihr Basiscamp aufgeschlagen. Wurster, lange Zeit als Archäologe in Griechenland tätig, jetzt in Mayaland auf der Spur eines roten Fadens in Aufstieg und Fall großer Zivilisationen. Im Camp wird zur Konservierung der Maya-Bauten Kalk gebrannt, wie zu Mayas Zeiten. Und damals wie heute braucht man dafür Energie, gewonnen aus Holz. In der Werkstatt werden die Macheten geschärft. In der Krankenstation Verwundete verarztet nach Unfällen und Schlangenbissen. Was so romantisch aussieht, ist heiß und feucht, voller Mücken, Zecken und Giftschlangen. Die einheimischen Arbeiter sehen ihre Familien oft monatelang nicht. Die abendliche Musik verstärkt noch die Sehnsucht nach Hause. Das ist wirklich hart. Die einzige Frau im Camp ist aus Pappmaché. Umschwirrt von Mücken die Vorbereitung auf den nächsten Arbeitstag. Ziel ist Toposte, eine menschenverlassene Insel im Yashha-See. Theobert Mahler, deutscher Architekt und Offizier in der Armee Kaiser Maximilians, hat sie vor 100 Jahren unter unsäglichen Strapazen entdeckt und fotografiert.
Seine Vermessungsunterlagen zeigen Wurster den Verfall der Maya-Bauten seit damals. Im Morgengrauen Abfahrt der Grabungsmannschaft zur versunkenen Tempelstadt mitten im See. Die Insel war vor 1000 Jahren ein dicht bebauter, schwer befestigter Herrschersitz. Eine schwimmende Maya-Festung. Heute ist sie wie eine verwunschene Welt, nur noch von Affen bewacht. Eine moderne Schatzinsel. In fast letzter Minute wird die Hauptpyramide der Inselstadt vor dem Zerfall gerettet. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend zwischen Wurster und dem guatemaltekischen Partner Oscar Quintana. Auch die Ergebnisse werden gemeinsam ausgewertet und in spanischer Sprache veröffentlicht. Der Vergleich mit dem Foto Theobert Mahlers beweist die Beschädigungen in den letzten 100 Jahren. Eine unschätzbar wertvolle Information bei der Sicherung des Tempels. Gemeinsam auf der Fährte dieses mythenumwitterten Volkes, das auf dem Höhepunkt seiner Kultur so plötzlich verschwand. Ein Rätsel, das man schon lange zu lösen versucht. Doch die Zeugnisse sind so gefährdet wie nie zuvor. Denn selbst hier auf der Insel müssen sie nicht nur vor dem Würgegriff des Urwalds geschützt werden. Das ist ein ganz besonders tiefes Raubgräberloch, das mitten durch die Pyramidenfüllung geht. Müssen wir ganz zufüllen wieder. Das gefährdet die Standsicherheit der ganzen Pyramide. Und das kann der Jahrtausende alten Kultstätte den Rest geben, dem einstigen Ort rätselhafter, blutiger Rituale, deren Entschlüsselung Wurster durch eine Entdeckung ein Stückchen näher gerückt ist. Durch die Stuckschichten des pyramidenumstandenen Platzes führt der Einstieg zu künstlich angelegten Höhlen. Ein Netz unterirdischer Kulträume. Erst später wurden darüber die gewaltigen Tempel errichtet. In der Decke war ein Schacht, der zwei menschliche Skelette enthielt. Auch hier, wie in Olympia, Reste von Opfergaben an die allmächtigen Götter, deponiert vor knapp 2 Jahrtausenden. Und Hinweise auf grausame Zeremonien? Das ist ein Menschenknochen. Genau in der Mitte geteilte Weihegaben aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Die andere Hälfte wurde in der Nachbarhöhle deponiert. Die Entdeckung ist für Wurster so spannend wie ein Schatz. Warum ist ihm die Erhaltung der Pyramide wichtiger als die Jagd nach Gold? Frühere Ausgrabungen haben vor allem nach bedeutenden Funden gesucht und immer wieder versucht, durch tiefe Grabungen innerhalb von Bauwerken, durch lange Tunnel,
an das eigentliche Herrschergrab heranzukommen. Natürlich wissen wir, dass in jeder Pyramide ein Herrschergrab enthalten ist oder mehrere. Das bedeutet aber nicht, dass man aus reiner Forscherneugier auf dem Altar der Wissenschaft ein ganzes, noch erhaltenes Bauwerk opfert, eine Pyramide schlachtet. Lustgrabungen nennt Wurster das. Doch hier geht es um die Rettung des Vorgefundenen und dessen Botschaften aus der Vergangenheit. Das Modell zeigt die enge Bebauung der Insel, Bevölkerungsdruck vor 1000 Jahren. Und es geht um andere Fragestellungen. Fragen nach den Menschen und ihrer Umwelt in einem Gebiet, das zu Maya-Zeiten dichter bevölkert war als Deutschland heute. Archäologen und Ökologen arbeiten Hand in Hand. Die Arbeit ist nicht ungefährlich. Über 80 Krokodile sollen sich hier tummeln. Grünes Wasser bedeutet Yasha in der Maya-Sprache. Und dessen Qualität wird von Biologen untersucht, die zusammen mit Forstwissenschaftlern an einem Pilotprojekt arbeiten. An der Errichtung eines Naturreservats zwischen Nakum und Yasha. Eine riesige archäologisch-ökologische Schutzzone vor der Regenwaldvernichtung. Eine Fläche vierfach so groß wie Malta. Im hier noch unberührten Dschungel erforschen Tropenwaldspezialisten Flora und Fauna der Maya-Umwelt vor 1000 Jahren. Und die Anbaumethoden der einstigen Siedler. 90% der alten Maya-Städte, so wird geschätzt, liegen noch unentdeckt im Dschungel. Raúl Noriega leitet den Vermessungstrupp, der 3 Meter breite Schneisen durch den Urwald schlägt, schnurgerade von einer Ruinenstadt zur anderen. Alle 25 Meter wird ein Messpflock gesetzt. Von dort im rechten Winkel eine Querlinie gezogen. 25 Meter ist der Abstand, bei dem sich die Männer im Urwald noch per Zuruf verständigen können. In der Bezirkshauptstadt Flores wird die Landvermessung ausgewertet. Bei Oscar Quintanas Besuch geht es um viel Geld. Die Finanzierung des Naturreservats, das die Ökologie und die Maya-Ruinen schützen soll. Deren Erhalt hat die Deutsche Entwicklungshilfe erstmalig mit 2 Millionen Mark finanziert. Hier sollen keine Bulldozer Autobahnen durch den Regenwald schlagen. Ein sanfter Urwaldtourismus wird angestrebt. Die blauen Flächen auf der Satellitenkarte zeigen die Rodungen entlang einer neuen Straße. Die eigentlich geradlinig verlaufende Grenze zwischen Mexiko und Guatemala wird immer wieder durch die Holzräubermafia von mexikanischer Seite aus überschritten, wie die blauen Flächen beweisen. Aus dem Weltraum zurück in den Dschungel, wo Noriegas Vermessungstrupp inzwischen auf einen Stein gestoßen ist, der einige Rätsel aufgibt. Ich will jetzt nicht so weit ausgraben. Es geht noch ein ganzes Stück weiter, ja. Mal gucken. Hier ist auch noch was. Es geht um die Ecke. Das geht ja wirklich hier noch weiter. Das wäre toll. Es ist wie Weihnachten. Was den jungen Mann so entzückt, ist die Entdeckung eines Steins mit Hieroglyphen. Am besten sind die Zeichen in einem Lichtwinkel von 15 Grad zu erkennen. Erst vor kurzem wurde die Maya-Schrift entziffert, von 5 Experten weltweit. Der Bonner Nikolai Grube ist einer von ihnen. Die Maya beginnen zu reden. Geben sie auch Antwort auf eine Frage, die uns brennend interessiert? Warum brach ihre Zivilisation so plötzlich zusammen? Alle neuen Analysen gehen dahin, dass der Kollaps auf einem Zusammenwirken ökologischer
menschlicher, sozialer und anderer Stressfaktoren, auch klimatischer Stressfaktoren, beruht. Was wir feststellen können, ist, dass im 9. und 10. Jahrhundert, also in den letzten 100 Jahren, bevor die klassische Maya-Kultur zusammenbrach und diese großen Städte hier im Urwald aufgegeben worden sind, viele Herrscher von kleinen Orten plötzlich selbstständig werden, ihre Unabhängigkeit proklamieren. Es gibt einen Zerfall der zentralen politischen Institutionen. Und diese kleinen Staaten führten nun untereinander Krieg. Es kam zu einer totalen Eskalation von unkontrollierter Gewalt. Die Inschrift verhieß dem knienden Gefangenen nichts Gutes. Grube zieht politische Vergleiche zum Heute und der Entwicklung in Osteuropa und spricht von einer Balkanisierung zur Maya-Endzeit. Jahrtausende alte, überwucherte Nachrichten, Säulen aus Stein. Enthalten sie noch weitere Botschaften, die uns heute angehen? Ja, wir können von den Mayas lernen. Wir können auch gerade aus dem Kollaps lernen. Wir können lernen, welche Gefahren es mit sich bringt, wenn man so einen Raubbau an der Natur betreibt, wie es die Maya schließlich zur Endzeit taten. Als hier wahrscheinlich kein Baum mehr wuchs. Und als eine große Bevölkerung hier lebte, die kaum in der Lage war, sich zu ernähren. Und selbst mit intensiver Landwirtschaft nicht mehr die hungrigen Münder füllen konnte. Um 900 nach Christus kam es zur Umweltkatastrophe. Bevölkerungsexplosion und Bauboom hatten zu einem enormen Energieverbrauch geführt. Das Brennen eines Kubikmeters Kalk zum Beispiel für Paläste und Pyramiden verfeuerte 20 Bäume. So vernichteten die Maya ihre Wälder, der Ackerboden erodierte. Ihre Maisfelder laugten, wie wir heute wissen, das Land noch weiter aus. Eine Abwärtsspirale wurde in Gang gesetzt. Das Vieh verhungerte, die Pflanzen vertrockneten. Auch hier in Mexiko, am Stadtrand von Mérida, ein Boden, der scheinbar nichts mehr hergibt. Aber aus dem auf einem Grundstück genau 20 Meter daneben innerhalb von nur 4 Jahren ein kleines Paradies wurde. Mit einfachen Mitteln schuf John Ehrenberg einen Maya-Garten Eden. Der deutschstämmige Professor für Tropenmedizin an der mexikanischen Universität Yucatan sieht in der Regenwaldvernichtung den Grund für das neuerliche Vordringen von Viren. Durch die Aufforstung alter Maya-Fruchtbäume will er seinen Beitrag leisten zum Erhalt des tropischen Ökosystems. Der Guarumbo-Baum. Seine Rinde wurde als Heilmittel benutzt und als berauschende Droge. Oder der Canistei-Baum. Die Früchte sind stark Vitamin A-haltig, ein Grundnahrungsmittel der alten Maya. Oder Grosella, pures Vitamin C. Und extrem sauer. Das alles wuchert in nur 4 Jahren. Aus dem Nichts? Die wachsen hier auf natürlichem Dünger. Und wie Sie sehen, es ist eine Mischung von Blättern und alles, was vom Abfall von dem Haus übrig geblieben ist. Das Interessante der Tomaten hier ist, die sind praktisch resistent gegen alle Insektenarten. Wir haben hier ein Projekt für Erdregeneration, weil das hier in Yucatan so praktisch alles erodiert ist, die Erde ist verschwunden. Und wir machen hier eine Kombination von der Regeneration bis zur Wiedereinführung einiger der Bäume und Pflanzen, die hier ursprünglich von den Mayas gepflanzt worden und ausgenutzt worden und die jetzt in diesem Gebiet verschwunden sind. Aus den Früchten gewinnt er Samen und den verteilt er im Dorf. Sicher kein Patentrezept, doch ein Projekt, das Mut machen soll.
ein Buffet alter Maya-Pflanzen. In der Mitte Kautschuk, Chicle. Auf den Pfaden der Chicleros, der Kautschuk-Sammler, zog auch vor 100 Jahren Theobert Mahler durch das mexikanische Yucatan, sah die berühmte Maya-Stätte Uxmal im Land der niedrigen Hügel und entdeckte 10 Kilometer südlich eine große Ruinenstadt, genannt Xcipche. Die blieb seitdem verschollen. Nur Mahlers Foto von damals war bekannt, das wie eine Art Steckbrief bei den Forschern kursierte. Ein archäologischer Krimi. Als ein Hubschrauber hier notlandet, ist purer Zufall ein Archäologe an Bord. Und der erkannte sofort die geheimnisvoll überwucherte Palastruine. Das musste Theobert Mahlers versunkene Maya-Stadt sein, nach der vor allem ein deutscher Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchte. Und den benachrichtigte er in Bonn. Altamerikanist Hans Prehm brauchte trotzdem auf dem Landweg 4 Wochen, um Xcipche im dichten Busch wiederzufinden. Kein Zweifel. Von hier aus hatte Mahler 1893 sein Foto aufgenommen. Mit Flaschenzug und Machete erweckten die Bonner Ausgräber die Ruinenstätte aus einem tausendjährigen Dornröschenschlaf. Dann von der Sohle bis zum Scheitel präzises Dokumentieren. Forschen und bewahren, um den weiteren Verfall des Maya-Palastes zu verhindern. Auch die Tonnen von Scherben werden, wie wir später sehen werden, eine ganz besondere Behandlung erfahren. Ein gemeinsames mexikanisch-deutsches Projekt zur Entschleierung des Mythos Maya. Unter dem Altar vor dem Hauptpalast waren Opferklingen aus rasiermesserscharfen Obsidian verborgen. Prehm und sein Team schätzen, dass in der alten Maya-Stadt über 2000 Menschen lebten, hochgerechnet aus den rund 100 künstlich angelegten Zisternen, die jede 10.000 bis 20.000 Liter Regenwasser speichern konnte. Nachrichten aus einer vor mehr als 1000 Jahren versunkenen Welt. Dies alles hier sieht aus wie ein riesiges Steinpuzzle, das Sie versuchen zusammenzusetzen. Aber es soll schon ein bisschen mehr sein, Frau Greichen, als ein Steinpuzzle. Es soll ein historisches Puzzle werden. Wenn wir einen Palast ausgraben, wollen wir damit ein Fenster öffnen in die Zeit, als dieser Palast bewohnt war. Und wenn wir dieses Fenster hier öffnen, so sehen wir die Zeit des Untergangs, des Zerfalls. Die Zeit, als prachtvolle Durchgänge wegen einer ständig steigenden Bevölkerung immer mehr zu Wohnbauten umgewandelt werden mussten. Das kann doch nur eine Art Umsturz gewesen sein. Und dann wurde der Palast von sozusagen Hausbesetzern übernommen, die darin gewohnt haben und auch Erweiterungen vorgenommen haben. Und was sie benutzt haben, waren Steine, die aus dem Schutt des immer mehr zerfallenden Palasts kamen, der bald nur noch eine Ruine war. Hausbesetzer im Palast. Die Herrschenden hatten die Stadt verlassen. Die Wissenschaftler deckten auf, was in der Zeit des Niedergangs geschah. Feinste Fassadensteine wurden als Fußbodenschwellen benutzt. Gänge zugemauert, um Räume für eine steil angestiegene Bevölkerung zu gewinnen. Dünne, schlechte Wände hochgezogen, repräsentative Öffnungen und Türen verschlossen, aus groben, unbehauenen Steinen. Hier gab es keine Gedanken mehr an Schönheit und Ästhetik. Markus Reindl, Grabungsleiter.
Die Architektur verbirgt eine Vielzahl von Informationen über die Menschen, die hier einmal gelebt haben. Die Hieroglyphen sind weitgehend entziffert. Wir versuchen jetzt, den Architekturcode zu knacken. Und den knackt Reindl mit dem Auge des Phidias, einem hochmodernen Vermessungssystem. In Skipce wird Phidias zum ersten Mal in der Archäologie eingesetzt. Reindl fotografiert mit einer normalen Kleinbildkamera Fassadenabschnitte von mehreren Positionen aus, so dass sich Bildausschnitte überlappen. Der Computer lässt daraus maßstabgetreu und dreidimensional den Palast auferstehen. Der lässt sich dann nach Wunsch drehen, kippen oder in einzelne Teile zerlegen. Davon konnte Schliemann nur träumen. Mit Hightech antike Bauwerke zumindest bildlich wieder erstehen zu lassen, ohne einen Spatenstich. Wenn ein Gebäude so stark zusammengestürzt ist wie dieses, dann scheinen die einzelnen architektonischen Elemente wie beziehungslos im Schutt zu liegen. Aber wenn man die Regeln der Maya-Baukunst berücksichtigt, dann kann man aus diesen Elementen am Zeichentisch das Gebäude wieder erstehen lassen, die Säulen aufstellen, die Kapitelle darüber legen, die Türstürze einrichten, das ganze Gebäude wieder erstehen lassen. Nur eine künstliche Realität, die wir schaffen können, die bei aller Computergeschwindigkeit uns nur entfernt das farbenprächtige Leben einer Gesellschaft ahnen lässt, deren Herrscher vor dem Untergang auf prunkvolle Bauten und Selbstglorifizierung setzten, statt auf aktive Problemlösungen. Auch diese Hochkultur versank. Forschungsobjekt jetziger und zukünftiger Schliemänner. Die berühmte Pyramidenstätte Uxmal hingegen wurde nie erforscht. Man hat sie aufwendig rekonstruiert und dem Tourismus überlassen. Eine willkommene Einnahmequelle. Und tatsächlich ein großartiges Erlebnis. Hier war die Maya-Kunst auf ihrem Höhepunkt. Masken des Regengottes Chak. Der Stoff, aus dem Vermarktungsträume sind, Mythen von grausamen Opferpriestern und stillvergnügten Sternenguckern. Doch jenseits aller Touristenattraktion steht die Frage, wer waren die Menschen hinter dem Mythos? Welche Probleme hatten sie? Welche Lösungen? Wie gingen sie mit ihrer Umwelt um? Woran sind sie gescheitert? Menschen, die ihrer großartigen Kultur wegen die Griechen der neuen Welt genannt werden. Morgendliche Fahrt der Grabungsmannschaft zum letzten Arbeitstag in Skipce. Der alte Fürstensitz soll kein archäologisches Disneyland werden. Die Maya-Stätte soll im Wald verborgen bleiben, wie eine Zeitkapsel sozusagen, die von zukünftigen Archäologen angestochen werden kann, mit wieder neuen Methoden und wieder neuen Fragestellungen. Die letzten Steine zur Sicherung des Hauptpalastes werden eingepasst. Ein schweißtreibender Kraftakt, Geschichte zu bewahren und manchmal nicht ungefährlich. Eine Zisterne wird freigelegt, erfahrungsgemäß beliebtes Nest von Giftschlangen. Unangenehmes trifft immer den Projektleiter. Alles in Ordnung. Die Scherben können versenkt werden, denn Funde bleiben am Ort.
1 Million Scherben, jede einzelne untersucht und durchnummeriert und als neu versenkt gekennzeichnet. Am Ende der Grabungskampagne die heiß ersehnte Auszahlung. Maya Vorarbeiter Don Kalim. Er war von Anfang an dabei, auf den Spuren seiner Vorfahren, deren Umweltszenarium uns so beängstigend modern anmutet. Silverio. Der Grabungstag ist zu Ende. Glauben Sie, dass das Bild der versunkenen Kultur, das Sie hier zusammensetzen, irgendetwas mit uns heute zu tun hat? Ja, der Vergleich von Geschehnissen in irgendeiner Vergangenheit und an anderen Orten gibt uns Einblick in die wiederkehrenden Muster, wie der Mensch handelt. Abläufe der Vergangenheit kehren wieder. Und Abläufe der Vergangenheit können uns auch warnen vor den Gefahren unserer eigenen Gegenwart und Zukunft. Der französische Dichter Albert Camus schrieb einmal, was den ersten Menschen ausmache. Er hatte keine Wurzeln, keine Geschichte, keine Anhaltspunkte. Wir sind nicht die ersten Menschen. Wir haben Anhaltspunkte für das Funktionieren und für das Scheitern von Gesellschaften. Weiter südlich in Thürins bezahlt Schliemann seine Grabung ebenfalls aus eigener Tasche. Die Allee hat der Mecklenburger angeblich selber gepflanzt. Die Schatzfunde von Troja und Mykene hatten ihn weltberühmt gemacht. Doch sie rückten auch die Archäologie ins Licht der Öffentlichkeit. Kyklopen. Einäugige Riesen sollen diese ungeheuren Mauern aufgetürmt haben. Im Altertum wurden sie als Wunderwerk den ägyptischen Pyramiden gleichgesetzt. Hier irgendwo liegen vermutlich die Gräber der Könige von Theryns und ihr Gold. Der Aufgang zum Palast. Noch nach 3000 Jahren sieht man die Halterungen einst gewaltiger Torbalken. Eine großflächige Untersuchung brachte dem umstrittenen Schatzgräber Schliemann endlich auch die wissenschaftliche Anerkennung, nach der er so lechzte. Während andere das Land der Griechen schwärmerisch mit der Seele suchten, griff er zu einem praktischeren Mittel, dem Spaten. Und er beachtete die Schichtenfolge des Bodens, heute eine Selbstverständlichkeit. Die unterste ist die älteste, die oberste die jüngste Schicht. Seit Schliemanns Zeiten graben hier deutsche Archäologen. Doch wichtiger als das Gold der Könige sind heute Befunde über die Zeit und die Ursachen des Untergangs. Die gigantischen Mauern galten nicht etwa der Verteidigung, sondern der Machtdemonstration der Herrschenden in einer Phase sozialer Unruhen und Hungersnöte, als die Berge schon abgeholzt und das Land ausgelaugt war. Eine Kultur versank. Und eine Frage stellt sich. Gibt es menschliche Verhaltensweisen, die sich immer und überall in der Geschichte wiederholen? Der heilige Hain von Olympia.
Hier stand die Zeus-Statue, eines der sieben Weltwunder. Ein Prestigeobjekt, das viele ausgraben wollten, auch Schliemann. Doch erstmals schlossen zwei Staaten einen Grabungsvertrag, Griechenland und das Deutsche Reich. Die begehrte Grabungslizenz hat das Deutsche Archäologische Institut, das DAI, das älteste und größte der Welt. Von Obsidian verbauten. Prem und sein Team schätzen, dass in der alten Maya-Stadt über 2000 Menschen lebten, hochgerechnet aus den rund 100 künstlich angelegten Zisternen, die jede 10 bis 20.000 Liter Regenwasser speichern konnte. Nachrichten aus einer vor mehr als 1000 Jahren versunkenen Welt. Das alles hier sieht aus wie ein riesiges Steinpuzzle, das Sie versuchen zusammenzusetzen. Aber es soll schon ein bisschen mehr sein, Frau Greichen, als ein Steinpuzzle. Es soll ein historisches Puzzle werden. Wenn wir einen Palast ausgraben, wollen wir damit ein Fenster öffnen in die Zeit, als dieser Palast bewohnt war. Und wenn wir dieses Fenster hier öffnen, so sehen wir die Zeit des Untergangs, des Zerfalls. Die Zeit, als prachtvolle Durchgänge wegen einer ständig steigenden Bevölkerung immer mehr zu Wohnbauten umgewandelt werden mussten. Das kann doch nur eine Art Umsturz gewesen sein. Und dann wurde der Palast von sozusagen Hausbesetzern übernommen, die darin gewohnt haben und auch Erweiterungen vorgenommen haben. Und was sie benutzt haben, waren Steine, die aus dem Schutt des immer mehr zerfallenden Palasts kamen, der bald nur noch eine Ruine war. Hausbesetzer im Palast. Die Herrschenden hatten die Stadt verlassen. Die Wissenschaftler deckten auf, was in der Zeit des Niedergangs geschah. Feinste Fassadensteine wurden als Fußbodenschwellen benutzt. Gänge zugemauert, um Räume für eine steil angestiegene Bevölkerung zu gewinnen. Dünne, schlechte Wände hochgezogen, repräsentative Öffnungen und Türen verschlossen, aus groben, unbehauenen Steinen. Hier gab es keine Gedanken mehr an Schönheit und Ästhetik. Markus Reindl, Grabungsleiter. Die Architektur verbirgt eine Vielzahl von Informationen über die Menschen, die hier einmal gelebt haben. Die Hieroglyphen sind weitgehend entziffert. Wir versuchen jetzt, den Architekturcode zu knacken. Und den knackt Reindl mit dem Auge des Phidias, einem hochmodernen Vermessungssystem. In Skipce wird Phidias zum ersten Mal in der Archäologie eingesetzt. Reindl fotografiert mit einer normalen Kleinbildkamera 5. Bevölkerungsexplosion und Bauboom hatten zu einem enormen Energieverbrauch geführt. Das Brennen eines Kubikmeters Kalk zum Beispiel für Paläste und Pyramiden verfeuerte 20 Bäume. So vernichteten die Maya ihre Wälder, der Ackerboden erodierte. Ihre Maisfelder laugten, wie wir heute wissen, das Land noch weiter aus. Eine Abwärtsspirale wurde in Gang gesetzt. Das Vieh verhungerte, die Pflanzen vertrockneten. Auch hier in Mexiko, am Stadtrand von Mérida, ein Boden, der scheinbar nichts mehr hergibt, aber aus dem auf einem Grundstück genau 20 Meter daneben innerhalb von nur 4 Jahren ein kleines Paradies wurde. Mit einfachen Mitteln schuf John Ehrenberg einen Maya-Garten Eden. Der deutschstämmige Professor für Tropenmedizin an der mexikanischen Universität Yucatan
sieht in der Regenwaldvernichtung den Grund für das neuerliche Vordringen von Viren. Durch die Aufforstung alter Maya-Fruchtbäume will er seinen Beitrag leisten zum Erhalt des tropischen Ökosystems. Der Huarumbo-Baum. Seine Rinde wurde als Heilmittel benutzt und als berauschende Droge. Oder der Canistei-Baum. Die Früchte sind stark Vitamin A-haltig, ein Grundnahrungsmittel der alten Maya. Oder Grosella, pures Vitamin C. Und extrem sauer. Das alles wuchert in nur 4 Jahren. Aus dem Nichts? Die wachsen hier auf natürlichem Dünger. Dieser Seen, das ist eine Mischung von Blättern und alles, was vom Abfall von dem Haus übrig geblieben ist. Das Interessante der Tomaten hier ist, die sind praktisch resistent gegen alle Insektenarten. Wir haben hier ein Projekt für Erdregeneration, weil das hier in Yucatan so praktisch alles erodiert ist, die Erde ist verschwunden. Und wir machen hier eine Kombination von der Regeneration bis zur Wiedereinführung einiger der Bäume und Pflanzen, die hier ursprünglich von den Mayas gepflanzt wurden und ausgenutzt wurden und die jetzt in diesem Gebiet verschwunden sind. Aus den Früchten, bei denen sich die Männer im Urwald noch per Zuruf verständigen können. In der Bezirkshauptstadt Flores wird die Landvermessung ausgewertet. Bei Oscar Quintanas Besuch geht es um viel Geld. Die Finanzierung des Naturreservats, das die Ökologie und die Maya-Ruinen schützen soll. Deren Erhalt hat die Deutsche Entwicklungshilfe erstmalig mit 2 Millionen Mark finanziert. Hier sollen keine Bulldozer-Autobahnen durch den Regenwald schlagen. Ein sanfter Urwaldtourismus wird angestrebt. Die blauen Flächen auf der Satellitenkarte zeigen die Rodungen entlang einer neuen Straße. Die eigentlich geradlinig verlaufende Grenze zwischen Mexiko und Guatemala wird immer wieder durch die Holzräubermafia von mexikanischer Seite aus überschritten, wie die blauen Flächen beweisen. Aus dem Weltraum zurück in den Dschungel, wo Noriegas Vermessungstrupp inzwischen auf einen Stein gestoßen ist, der einige Rätsel aufgibt. Ich will jetzt nicht so weit ausgraben. Es geht noch ein ganzes Stück weiter, ja. Mal gucken. Hier ist auch noch was. Es geht um die Ecke. Das geht ja wirklich hier noch weiter. Das wäre toll. Es ist wie Weihnachten. Was den jungen Mann so entzückt, ist die Entdeckung eines Steins mit Hieroglyphen. Am besten sind die Zeichen in einem Lichtwinkel von 15 Grad zu erkennen. Erst vor kurzem wurde die Maya-Schrift entziffert von 5 Experten weltweit. Der Bonner Nikolai Grube ist einer von ihnen. Die Maya beginnen zu reden. Geben sie auch Antwort auf eine Frage, die uns brennend interessiert? Warum brach ihre Zivilisation so plötzlich zusammen? Alle neuen Analysen gehen dahin, dass der Kollaps auf einem Zusammenwirken ökologischer, menschlicher, sozialer und anderer Stressfaktoren, auch klimatischer Stressfaktoren, beruht. Was wir feststellen können, ist, dass im 9. und 10. Jahrhundert, also in den letzten 100 Jahren, bevor die klassische Maya-Kultur zusammenbrach und diese großen Städte hier im Urwald aufgegeben worden sind, viele Herrscher von kleinen Orten plötzlich selbstständig werden, ihre Unabhängigkeit proklamieren. Das musste Theobert Mahlers versunkene Maya-Stadt sein, nach der vor allem ein deutscher Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchte. Und den benachrichtigte er in Bonn. Altamerikanist Hans Prehm brauchte trotzdem auf dem Landweg 4 Wochen, um Skipche im dichten Busch wiederzufinden.
kein Zweifel. Von hier aus hatte Mahler 1893 sein Foto aufgenommen. Mit Flaschenzug und Machete erweckten die Bonner Ausgräber die Ruinenstätte aus einem tausendjährigen Dornröschenschlaf. Dann von der Sohle bis zum Scheitel präzises Dokumentieren, forschen und bewahren, um den weiteren Verfall des Maya-Palastes zu verhindern. Auch die Tonnen von Scherben werden, wie wir später sehen werden, eine ganz besondere Behandlung erfahren. Ein gemeinsames mexikanisch-deutsches Projekt zur Entschleierung des Mythos Maya. Unter dem Altar vor dem Hauptpalast waren Opferklingen aus rasiermesserscharfen Obsidian verborgen. Prem und sein Team schätzen, dass in der alten Maya-Stadt über 2000 Menschen lebten, hochgerechnet aus den rund 100 künstlich angelegten Zisternen, die jede 10 bis 20.000 Liter Regenwasser speichern konnte. Nachrichten aus einer vor mehr als 1000 Jahren versunkenen Welt. Das alles hier sieht aus wie ein riesiges Steinpuzzle, das Sie versuchen zusammenzusetzen. Aber es soll schon ein bisschen mehr sein, Frau Greichen, als ein Steinpuzzle. Es soll ein historisches Puzzle werden. Wenn wir einen Palast ausgraben, wollen wir damit ein Fenster öffnen in die Zeit, als dieser Palast bewohnt war. Und wenn wir dieses Fenster hier öffnen, so sehen wir die Zeit des Untergangs, des Zerfalls. Die Zeit, als prachtvolle Durchgänge wegen einer ständig steigenden Bevölkerung immer mehr zu Wohnbauten umgewandelt werden mussten. Das kann doch nur eine Art Umsturz gewesen sein. Und dann wurde... Aus den Früchten gewinnt er Samen. Und den verteilt er im Dorf. Sicher kein Patentrezept, doch ein Projekt, das Mut machen soll. Ein Buffet alter Maya-Pflanzen. In der Mitte Kautschuk, Chicle. Auf den Pfaden der Chicleros, der Kautschuk-Sammler, zog auch vor 100 Jahren Theobert Mahler durch das mexikanische Yucatan, sah die berühmte Maya-Stätte Uxmal im Land der niedrigen Hügel und entdeckte 10 Kilometer südlich eine große Ruinenstadt, genannt Xcipche. Die blieb seitdem verschollen. Nur Mahlers Foto von damals war bekannt, das wie eine Art Steckbrief bei den Forschern kursierte. Ein archäologischer Krimi. Als ein Hubschrauber hier notlandet, ist purer Zufall ein Archäologe an Bord. Und der erkannte sofort die geheimnisvoll überwucherte Palastruine. Das musste Theobert Mahlers versunkene Maya-Stadt sein, nach der vor allem ein deutscher Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchte. Und den benachrichtigte er in Bonn. Altamerikanist Hans Prehm brauchte trotzdem auf dem Landweg 4 Wochen, um Xcipche im dichten Busch wiederzufinden. Kein Zweifel. Von hier aus hatte Mahler 1893 sein Foto aufgenommen. Mit Flaschenzug und Machete erweckten die Bonner Ausgräber die Ruinenstätte aus einem tausendjährigen Dornröschenschlaf. Dann von der Sohle bis zum Scheitel präzises Dokumentieren, forschen und bewahren, um den weiteren Verfall des Maya-Palastes zu verhindern. Auch die Tonnen von Scherben werden, wie wir später sehen werden, eine ganz besondere Behandlung erfahren.
ein gemeinsames mexikanisch-deutsches Projekt zur Entschleierung des Mythos Maya. Unter dem Altar vor dem Hauptpalast waren Opferklingen aus rasiermesserscharfen Obsidian verborgen. Prem und sein Team schätzen, dass in der alten Maya-Stadt über 2000 Menschen schollen. Nur Mahlers Foto von damals war bekannt, das wie eine Art Steckbrief bei den Forschern kursierte. Ein archäologischer Krimi. Als ein Hubschrauber hier notlandet, ist purer Zufall ein Archäologe an Bord. Und der erkannte sofort die geheimnisvoll überwucherte Palastruine. Das musste Theobert Mahlers versunkene Maya-Stadt sein, nach der vor allem ein deutscher Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchte. Und den benachrichtigte er in Bonn. Altamerikanist Hans Prehm brauchte trotzdem auf dem Landweg 4 Wochen, um Skipche im dichten Busch wiederzufinden. Kein Zweifel. Von hier aus hatte Mahler 1893 sein Foto aufgenommen. Mit Flaschenzug und Machete erweckten die Bonner Ausgräber die Ruinenstätte aus einem 1000-jährigen Dornröschenschlaf. Dann von der Sohle bis zum Scheitel präzises Dokumentieren, forschen und bewahren, um den weiteren Verfall des Maya-Palastes zu verhindern. Auch die Tonnen von Scherben werden, wie wir später sehen werden, eine ganz besondere Behandlung erfahren. Ein gemeinsames mexikanisch-deutsches Projekt zur Entschleierung des Mythos Maya. Unter dem Altar vor dem Hauptpalast waren Opferklingen aus rasiermesserscharfen Obsidian verborgen. Prehm und sein Team schätzen, dass in der alten Maya-Stadt über 2000 Menschen lebten, hochgerechnet aus den rund 100 künstlich angelegten Zisternen, die jede 10.000 bis 20.000 Liter Regenwasser speichern konnte. Nachrichten aus einer vor mehr als 1000 Jahren versunkenen Welt. Dies alles hier sieht aus wie ein riesiges Steinpuzzle, das Sie versuchen zusammenzusetzen. Aber es soll schon ein bisschen mehr sein, Frau Greichen, als ein Steinpuzzle. Es soll ein historisches Puzzle werden. Wenn wir einen Palast ausgraben, die Zeiten der Schatzgräberei waren offiziell vorbei. Das DAI hatte sich verpflichtet, mögliche Funde an Ort und Stelle zu lassen. Am Fuß des Zeus-Tempels ist das Grab des sagenhaften Pelops freigelegt worden, nachdem der Peloponnes benannt ist. Es wird zum dritten Mal untersucht. Leiter der Ausgrabung ist der Präsident des DAI, Helmut Kyrielis. Und auch jetzt wieder werden massenhaft bronzene Opfergaben gefunden. Weihegeschenke an die allmächtigen Götter, die zum Sieg verhelfen konnten. Denn nur der zählte in Olympia. Mann, das ist aber jetzt hier. Das ist archivisch, spätgeometrisch, spätes 8. Jahrhundert. Schwanz fehlt, Kopf fehlt, Vorderbeine. Na, aber trotzdem ein schönes Stück.
Müssen wir heute Nachmittag noch probieren, den Kopf anzupassen. Ja. Das berühmteste Stadion der Welt. Die Startschwelle der Läufer. Der Stadionlauf war ursprünglich der einzige olympische Wettkampf. Alle vier Jahre versammelte sich hier die antike Welt. 50.000 Zuschauer fasste das Stadion. Hier saß die Priesterin, die als einzige Frau zuschauen durfte. Allen anderen Frauen war es bei Todesstrafe verboten. Warum, weiß man nicht. Der Platz der Kampfrichter, die über Ruhm und Ehre der Athleten entschieden. Doch die kämpften keineswegs nur um den Zweig des heiligen Ölbaums. Das waren knallharte Profis. Es ging auch um viel Geld. Einige wurden erwischt bei Bestechung und Betrug. Das muss es in Olympia auch gegeben haben. Jedenfalls gab es eine ganze Reihe von Sanktionen dagegen. Es gab Strafen für Missachtung der olympischen Regeln. Die aus den Strafgeldern errichteten Statuen standen am Eingang des Stadions zur Abschreckung potenzieller Missetäter. Es war also alles nicht ganz so heilig und auch nicht alles aus Marmor, was so glänzte. Umschwirrt von Mücken die Vorbereitung auf den nächsten Arbeitstag. Ziel ist Toposchtä, eine menschenverlassene Insel im Yashar-See. Theobert Mahler, deutscher Architekt und Offizier in der Armee Kaiser Maximilians, hat sie vor 100 Jahren unter unsäglichen Strapazen entdeckt und fotografiert. Seine Vermessungsunterlagen zeigen Wurster den Verfall der Maya-Bauten seit damals. Im Morgengrauen Abfahrt der Grabungsmannschaft zur versunkenen Tempelstadt mitten im See. Die Insel war vor 1000 Jahren ein dicht bebauter, schwer befestigter Herrschersitz. Eine schwimmende Maya-Festung. Heute ist sie wie eine verwunschene Welt, nur noch von Affen bewacht. Eine moderne Schatzinsel. In fast letzter Minute wird die Hauptpyramide der Inselstadt vor dem Zerfall gerettet. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend zwischen Wurster und dem guatemaltekischen Partner Oscar Quintana. Auch die Ergebnisse werden gemeinsam ausgewertet und in spanischer Sprache veröffentlicht. Der Vergleich mit dem Foto Theobert Mahlers beweist die Beschädigungen in den letzten 100 Jahren. Eine unschätzbar wertvolle Information bei der Sicherung des Tempels. Mit einfachen Mitteln schuf John Ehrenberg einen Maya-Garten Eden. Der deutschstämmige Professor für Tropenmedizin an der mexikanischen Universität Yucatan sieht in der Regenwaldvernichtung den Grund für das neuerliche Vordringen von Viren. Durch die Aufforstung alter Maya-Fruchtbäume will er seinen Beitrag leisten zum Erhalt des tropischen Ökosystems.
Der Wuarumbo-Baum. Seine Rinde wurde als Heilmittel benutzt und als berauschende Droge. Oder der Canistei-Baum. Die Früchte sind stark Vitamin A-haltig, ein Grundnahrungsmittel der alten Maya. Oder Grosella, pures Vitamin C. Und extrem sauer. Das alles wuchert in nur 4 Jahren. Aus dem Nichts? Die wachsen hier auf natürlichem Dünger. Und dieser Seen, das ist eine Mischung von Blättern und alles, was vom Abfall von dem Haus übrig geblieben ist. Das Interessante der Tomaten hier ist, die sind praktisch persistent gegen alle Insektenarten. Wir haben hier ein Projekt für Erdregeneration, weil das hier in Yucatan so praktisch alles erodiert ist. Die Erde ist verschwunden. Und wir machen hier eine Kombination von der Regeneration bis zur Wiedereinführung einiger der Bäume und Pflanzen, die hier ursprünglich von den Mayas gepflanzt wurden und ausgenutzt wurden und die jetzt in diesem Gebiet verschwunden sind. Aus den Früchten gewinnt er Samen und den verteilt er im Dorf. Sicher kein Patentrezept, doch ein Projekt, das Mut machen soll. Ein Buffet alter Maya-Pflanzen. In der Mitte Kautschuk, Chicle. Auf den Pfaden der Chicleros, der Kautschuk-Sammler, zog auch vor 100 Jahren Theobert Mahler durch das mexikanische Yucatan, sah die berühmte Maya-Stätte Uxmal im Land der niedrigen Hügel und entdeckte 10 Kilometer südlich eine große Ruinenstadt, genannt Xcipche. Die blieb seitdem verschollen. Nur Mahlers Foto von damals war bekannt, das wie eine Art Steckbrief bei den Forschern kursierte. Ein archäologischer Krimi. Als ein Hubschrauber hier notlandet, ist purer Zufall ein Archäologe an Bord. Und der erkannte sofort die geheimnisvoll überwucherte Palastruine. Das musste Theobert Mahlers versunkene Maya-Stadt sein, nach der vor allem ein deutscher Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchte. Und den benachrichtigte er in Bonn.